So, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Mein Name ist G aus dem Crypto Café und ich freue mich, dass ihr hier seid. Gebt mir ein Like, ja, wenn euch mein Content gefällt. Ich finde, wir sollten im deutschsprachigen Raum definitiv mehr Leute haben, die sich mit Krypto auseinandersetzen oder zumindest davon Bescheid wissen. Ja, ja, kommen wir mal zum Tagesgeschehen. Wir haben aktuell Bitcoin bei 37.500. Ja, ist ein bisschen zurückgegangen, aber nicht wirklich drastisch. Ich habe schon vor ein paar Tagen oder Woche gesagt, dass meiner Meinung nach im Juni wir uns eher seitlich bewegen werden. Ja, in diesem Bereich zwischen 30 oder 35.000 und 42.000. Ja, ist viel Widerstand, wie man das so schön sagt. Ja, weil wir sind auch ein ganzes Stück zurückgekommen. Das kann man nicht so von heute auf morgen komplett wieder alles einholen, vor allem bei der aktuellen Marktgröße. Ja, es sind sehr viele Kleinanleger, Retail Investors, wie man so schön nennt, ne, die sich noch nicht entschieden haben, wohin es tatsächlich weitergeht. Es gibt im Markt sehr viele Leute, ne, die immer noch negativ Stimmung machen, dass Bitcoin in Richtung sich 20.000 sich bewegen wird. Ja, das wäre vom aktuellen Zeitpunkt aus tatsächlich nochmal 50% runter. Aber es gibt auch Leute, die prophezeien schon, dass wir in ein paar Monaten bei 200.000 sind. Ja. Auch meine Meinung beruht einfach aus reinen Schätzungen. Ja. Das heißt, bitte immer eigene Nachforschung anstellen und entsprechend Strategien entwickeln. Also ich habe jedenfalls gestern, oder ich glaube vorgestern könnte es auch sein, bei 38.000, genau, so noch ein Stück Bitcoin nachgekauft. Ja. Das entspricht meiner Strategie, immer wenn Bitcoin ein Stück dippt, also ne, ein Stück zurücksetzt, kaufe ich eine kleine Position dazu. Dadurch hat man im Durchschnitt insgesamt einen relativ niedrigen Einkaufspreis. Ja. Und ja, das ist so in etwa. Ethereum sieht ähnlich aus, ja, hat auch ein Stück zurückgesetzt insgesamt. Und auch bei Ethereum habe ich nochmal nachgeguckt, habe ich bei 2.300 einen Order ausgelöst bekommen. Das heißt, da habe ich auch eine kleine Position extra dazu gekauft, jetzt in aktuellen Lage. Weil, wie man sieht, ja, Ethereum ist tatsächlich, was die Erholung angeht, noch tatsächlich hängt hinter Bitcoin hinterher. Aber ich denke, gegen Jahresende hin werden wir definitiv bei beiden weit, weit höheren Kursen sehen, ja. Für Trader sowieso uninteressant, die können traden, wann immer die Kurse sich bewegen, egal in welche Richtung, aber für Leute, die eher investieren oder mittel- oder langfristig investieren wollen, da bin ich auch hier unterwegs, sind das aktuell noch ziemlich gute Einkaufspreise, kann man sagen, ja. So, gucken wir mal, was in den Nachrichten so alles steht. Das finde ich sehr interessant, auch nochmal eine Bestätigung. Ich habe in den letzten Tagen auch schon geschrieben, dass es da genug Daten dafür gibt, ja, dass bei dem Absturz im Mai viele Kleinanleger rausgeflogen sind. Also, ne, die haben ihre Position aufgelöst und so weiter und so fort. Und stattdessen haben viele Wale sind eben Großinvestoren, ne, die sehr viele Bitcoins halten oder einkaufen, die haben überdurchschnittlich dazu gekauft, ja. Und da kann man sich natürlich jetzt fragen, ja, sind die jetzt schlauer als die kleinen Investoren, ja, oder woran liegt das, ne? Also für mich ist es eindeutig, ja, dass die ganzen Nachrichten, die Social Media und auch was die Banken sagen, mit deren Einkäufe der großen, ja, also sei es reichen, großen Institutionen, dass es alles koordiniert ist, ja, das heißt, die haben langsam gemerkt, dass sie sehr spät dran sind, ja, und dass viele Kleinanleger mittlerweile schon drin sind und bei einem Preis von 50 oder 60.000 Dollar für Bitcoin ist es natürlich, ne, kannst weniger einkaufen, als wenn er bei 30.000 steht, ja, also zetteln die so ein bisschen Angst, Panik an und ja, was gibt's da Einfacheres als in den heutigen Tagen über Social Media oder Nachrichten einfach so ein paar News in Anführungsstrich, ja, verbreiten, dass die Kleinanleger Unsicherheit werden und Angst bekommen und ihre Position auflösen, ja, auch wenn es mit Verlust ist. Das ist meine Meinung. Und da sprechen einfach zu viele Fakten oder Daten dafür, ja, dass es so ist. Und ihr seht auch hier, ne, die haben insgesamt
Also die Wale haben insgesamt 90.000 Bitcoins im Wert von 367 Milliarden. Hä? Ist das richtig? Kann das richtig sein? Nee, ich glaube, das müsste eher Millionen sein. Aber es sind trotzdem extrem viel Geld, ja. Haben die dazu gekauft. Nächster Punkt. Bank of England. Da hatte ich auch gestern und vorgestern, glaube ich, mein Video das gehabt. Bank of England. Ich weiß nicht, was die am Hut haben, ja, ob die vorhaben, eine eigene CBDC, also digitale Zentralwährung rauszubringen, oder ob die einfach ja, sich nicht auskennen und Hass auf Bitcoin oder so haben. Ja, das haben die schon wieder was gesagt, dass jede digitale Währung, also CBDC, Central Bank Digital Currency, zentralbankgesteuerte digitale Währung, ja, ist zigtausendmal effektiver als Bitcoin. Ja. Da beziehen sie sich natürlich auf die Transaktionsgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Ja. Aber wozu brauchen wir CBDC, wenn wir PayPal und alles haben? Ne? PayPal ist auch zehntausendmal schneller als Bitcoin. Ja. Was unterscheidet das denn bitte schon von CBDC, außer dass CBDC von der Regierung kontrolliert ist und nicht von einem Unternehmen? Und die haben einfach nicht verstanden. Ja, Bitcoin ist ursprünglich nicht als Zahlungsmittel gedacht, sondern als eine Wertaufbewahrung. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt ist es die beste Anlagemöglichkeit als Ersatz für Gold. Ja, das kannst du überall hin mitnehmen. Ja, das ist ja, warum man eben von Goldstandard auf die heutigen normalen Währungen umgestiegen ist. Ja, das kannst du leicht transportieren, das hat immer seinen Wert. Ja, und das wird eben auch mehr akzeptiert werden. Ja, und ja, das ist einfach am Fehl am Platz und am Thema vorbeigeredet. Ja, einfach ja, schlecht recherchiert oder schlecht. Schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten, nee, es sind keine schlechten Nachrichten. Ist schlecht geschrieben und schlecht ausgedrückt, ja. Aber ich meine, für den normalen Laien, der sich dann mit der Materie nicht auseinandersetzt, ne, der denkt, oh, okay, Bitcoin ist vielleicht doch nicht so schön. Ja, in ein, zwei Jahren kommen die digitalen Landeswährungen von den Staaten raus. Vielleicht warten wir bis dahin, das wird alles besser werden, ja. Das wird nicht besser werden. Digitale Landeswährung, Zentralwährung, das ist eins zu eins. Das, was wir heute auch schon haben, ja, ich habe das gesehen in China, ja, da hatten schon vor 3, 4 Jahren, als ich dort war, kein einziger Mensch mehr mit Papiergeld bezahlt. Jeder hat mit dem Handy bezahlt, überall. Selbst bei dem Tante-Emma-Laden hast du einfach dein Handy vorgehalten und hast damit bezahlt. Wenn du in die Tiefgarage gefahren bist, haben die Kamera deinen Autos Kennzeichen fotografiert und du hast automatisch eine Nachricht bekommen und das wurde von deinem WePay-Account abgebucht, ja. So einfach ist das, aber das ist genau das Gegenteil von Bitcoin. Bitcoin ist dezentralisiert. Niemand kontrolliert das, ja. Und bei einer zentralen Landwährung, ich meine, stell euch mal vor, ja, da kommt das Finanzamt und sagt, hier, Junge, du hast deine Steuern nicht bezahlt, ab sofort ist dein Konto gesperrt. Was kannst du da machen? Du hast kein Geld. Der Staat kontrolliert alles digital, ja. Die können das dann. Also, gucken wir mal weiter. Chinese Commercial Bank, genau. Ja, was war nicht anders zu erwarten, oder? Die haben ja schon seit 2 Jahren getestet, die digitale Währung. Und jetzt fangen die tatsächlich an, das richtig umzusetzen. Ja, 3.000 Geldmaschinen kann man aktuell dein Papiergeld in die digitale Währung umwandeln, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie als eines der ersten Länder auf der ganzen Welt die digitale Währung komplett durchpushen könnten oder würden oder müssen, würden, können, könnten, würden, müssen. Ah, ich weiß auch nicht. Also, die digitale Währung ist da in China. Die haben das lange genug getestet und die werden das im nächsten Schritt durchpushen. Und natürlich, ja, was passt dazu? Gleichzeitig. Nachrichten darüber verbreiten. Wo habe ich das? Genau, hier. Shanghai Man. Also, irgendjemand, ja, bekannter Wirtschaftsökonom und sonst was, ja, hat gesagt, ja, pass auf, Bitcoin ist nichts, ja, El Salvador, die jetzt mit Bitcoin als Ersatzwährung da rumhantieren, die werden komplett gegen die Wand fahren, ja, was Besseres ist natürlich die digitale Währung, die wir jetzt hier umsetzen. Guckt euch das mal an, wie toll das wird. Also, ne? Passt alles perfekt eins auf, eins zu eins. Das, genau. Hatte ich gestern,
Und vorgestern ist das ja passiert. Ja, gestern habe ich ja auch in meinem Video das erwähnt, dass ja Mark Cuban dabei war und ich auch den Verdacht hatte, dass er, bevor das eben gecrashed ist, ne, in deinem Blog das geschrieben hat, dass er da investiert ist. Und vielleicht Leute sich gedacht haben, ach, so ein reicher Schnösel, ja, den wischen wir mal eins aus, wir crashen das Ding und der ist da investiert, ist dran. Ne? Und da hat er auf seinem Twitter gesagt, ja, zum Glück bin ich rausgekommen. Ja, schön, pipapo. Ja, schön rausgekommen. Was hat er danach geschrieben? Also hier ist sein Twitter, ja, da hat er geschrieben, ja, zum Glück bin ich rausgekommen, rechtzeitig, bevor es gecrashed ist. Und danach hat er im Interview gesagt, was hat er gesagt? Ja, ich war mit meinem Krypto-Portfolio drin, es war zwar klein, aber ich war nicht glücklich darüber. Naja gut, wenn der aber vorher auskaschiert hat, also ne, im Gewinn, warum soll der nicht glücklich darüber sein? Ja, verstehe ich jetzt nicht. Ist er vielleicht doch noch drin gewesen mit einer gehörigen Portion? Ich meine, ne, wenn man Milliardär ist oder so und einfach mal ein paar Millionen als Liquidität bereitstellt und von heute auf morgen die sagen wir 15 Millionen nichts mehr ist, ja, dann ist man natürlich nicht glücklich drüber, ja, ganz klar. Und das soll ab sofort reguliert werden, ja, hier SEC, kommt mal her, ja, wir haben hier ein Problem, die Stablecoins, die sind nicht stabil, ja, steht auch ganz genau dabei, Iron, da steht partially collateralized Stablecoin, ja, also es ist kein Stablecoin, es ist partial abgesichert. Naja, hat aber wahrscheinlich, ne, gesehen, oh, das große Geld, das kann man innerhalb 2-3 Tage sein Vermögen verdoppeln und so weiter, ja. Gier zerstört natürlich, ne, Vermögen, so ist das. Ja, nächster Punkt, Goldman Sachs, das ist genauso wie JP Morgan, ja, nur, ich meine, JP Morgan ist so ein bisschen, ja, Bitcoin ist schlecht, ja, die sind immer auf der einen Schiene, ja. Aber Goldman Sachs, die haben immerhin, ich habe das extra für euch nochmal aufgemacht, das habe ich vor einer Woche, 2 Wochen in meinem Video auch beschrieben, die haben 41-seitige, extrem detaillierte Untersuchung, ja, zu Bitcoin gemacht, zu Krypto, ob das eine neue Anlageklasse darstellt und so weiter, ja, oder nicht. Und auch viele Leute interviewt, bekannte Leute, Ökonomen und so weiter und so fort. Und haben auch selbst festgestellt, ja, das ist eine neue Assetklasse, ja, Anlageklasse, eine eigene, mit bisherigen überhaupt nicht zu vergleichen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt sagen sie wieder, Bitcoin ist keine investierbare Assetklasse. Ha? Da fragt man, hä? Was? Was? Können die sich mal auf einen Punkt einigen? Ist das jetzt oder ist das nicht? Ne? Und ja, also ganz wichtig, müsst ihr euch immer merken, Banken, die haben nicht unser Wohl, alle Wohl im Sinne. Ja? Sonst, warum waren die nur vor Bitcoin? Überlegt mal, warum haben die nicht vor den Aktien gewarnt? Warum haben die nicht vor der Blase in dem Häusermarkt gewarnt? Warum haben die nicht davor gewarnt, dass die spekulative Geschäfte machen, die am Ende von Steuergeld der Bürger, ne, der Staat aufgekauft werden müssen? Die haben doch bisher immer im Sinne der Kleinanleger, der normalen Bürger gehandelt, oder? Oder? Haben die das? Ja, genau, einfach selbst mal die Fragen stellen, ja, und kommen wir zum nächsten Punkt. Das finde ich sehr interessant. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum der das gesagt hat. Ja, Charles Hoskins ist der Gründer von Cardano, ja, und auch wird auch im Gesamt-Community sehr geschätzt, ja, weil er ein sehr brillanter, intelligenter Mann ist. Und jetzt hat er halt gesagt, der Kampf zwischen Ethereum und Bitcoin, ja, der hat so ein bisschen angedeutet, dass seine Meinung nach Ethereum Bitcoin schlagen würde, ja, theoretisch. Und ich bezweifle auch nicht, dass eventuell Ethereum, was die Marktkapitalisierung angeht, Bitcoin überholen könnten, ja. Aber man muss sehen, das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Ja? Bitcoin ist nicht da, um DeFi und sowas zu machen, also zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Das ist als sehr langsame Währung, aber dafür die sicherste Währung, also nicht Währung, aber Anlage. Ja? Das heißt, diese extrem hohe Sicherheit und Dezentralisierbarkeit vor allem, ja? Dass niemand überhaupt die Möglichkeit jemals hat, ne? Auch wenn du noch so viele Rechner, die ankaufst und nicht schaffst, das komplette Netzwerk zu übernehmen, das ist die größte Stärke von Bitcoin. Ja?
Es kann niemand um die Ecke kommen, der Milliarden besitzt, der einfach sein Geld, nur weil der reich ist oder ein großes Unternehmen hat, das komplette Netzwerk übernehmen. Das geht einfach nicht. Ja. Aber Ethereum, guck mal, die machen gerade die Umwandlung von Ethereum von 1.0 auf 2.0, ja, seit mehreren Jahren schon. Aber wenn es einmal Ethereum 2.0 ist, was ist da? Ja gut, die sind schneller, die haben noch mehr Anwendungsmöglichkeit, ja, durch die Schnelligkeit, durch die niedrigeren Gebühren und so weiter, aber es ist ein Spielplatz, ja, es ist einfach ein Spielplatz. Das ist so wie Bitcoin ist der Strand, ja, mit Sand und so, das wird nicht verschwinden. Aber Ethereum ist ein Sandkasten, ja, das ist Sandkasten, da kannst du alles drin machen, du kannst bauen und sonst was, aber, ne, wenn die Welle kommt, ist halt alles weg, ja. Und Ethereum, wenn es auf 2.0 umgestiegen ist, dann ist es auch Proof of Stake. Dann wird es nicht mehr durch die Miner abgesichert, sondern genau durch die Staker. Staker heißt, wenn du Ethereum besitzt, hast du Anteil an der Stimmrecht, ja, was Ethereum angeht, an den Veränderungen und so weiter. So, und jetzt stellt euch mal vor, ich habe hier extra für euch auch gemacht, ja, Real-Time Billionaires. Ist eine Live-Daten für die, ne, als Anzeige der reichsten Leute. Die ersten Leute, sagen wir mal die ersten 10, ja, die Top 10, alles 100 Milliarden aufwärts an Vermögen. Und Ethereum hat aktuell, schaut euch mal an, Ethereum hat aktuell Marktkapitalisierung 230. Sagen wir, selbst wenn die bei 300, 400, sagen wir sogar das Doppelte, 500 Milliarden, ja. Was spricht dagegen, dass die Hälfte des Netzwerkes, das wäre dann 250 Milliarden an Wert, ja, wenn da so ein paar reiche Schnörsel um die Ecke kommen, ja, sagen hier, wir können das Netz für uns nutzen, ja, wir können die Kleinen ausnutzen, wir können die Gebühren erhöhen, sonst was auch immer, ja. Die schließen sich einfach zusammen, kreieren, keine Ahnung, 100.000 Accounts, ja, kaufen so viel Ethereum auf, dass sie das 51% erreichen, ja. Und dann können die nach und nach, also ohne dass die Leute wirklich was merken, Agenda pushen, die in ihrem Sinne ist, ja, zum Beispiel mehr Kontrolle, ja, mehr Regulierung, was weiß ich, ja, alles. Das kann alles passieren, ja. Aus Ethereum kann eine komplette CBDC werden, wenn es von den größten Staaten einfach aufgekauft wird. Das ist die Gefahr bei Proof of Stake, ja. Indem du einen großen Anteil hast, hast du Macht über das Netzwerk. Also, das kann man nicht miteinander vergleichen und ich finde es schade, dass jemand, ne, der sich genauestens mit Blockchain auskennt und so weiter und so fort, auf so Ideen kommt, ne, dass Ethereum, ja, Bitcoin eines Tages ersetzen könnte oder schlagen könnte. Ja, Shanghai haben wir gesehen, die Market Cap haben wir auch gesehen, NFT. NFT ist natürlich auch ein großer Markt, hat sich ein bisschen beruhigt, ja, war Anfang des Jahres, wo natürlich alles im Bullenmarkt war, extrem hoch gehypt, da waren auch NFT, glaube ich, Auktionen von zweistelligen Millionenbereichen, also finde ich total übertrieben, aber gut, wenn Leute genug Geld dafür haben, sollen sie es machen. Seht ihr nochmal die Top 10, ja, oder Top 7 der letzten Tage oder Woche. Und ich finde das sehr interessant hier, Decentraland, ne? Das habe ich bisher, habe ich schon ein paar Mal irgendwo in Podcasts oder auf YouTube gesehen, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Ja. Das ist auch ein Projekt, ja, Blockchain-Projekt, die zielen auf virtuelles Land auch ab, ja. Und hier seht ihr die Nachricht, war vor ein paar Tagen, da hat eine Firma für 704.000 genau US-Dollar, also fast eine Million US-Dollar, ja, ein Stück Land in Decentraland gekauft. In Decentraland könnt ihr so ein bisschen vorstellen, wie dieses Second World oder Second Earth, so wie das heißt, ja, sowas, dass du einfach Land, ne, oder ein Stück Land oder Fläche aufkaufst und da kannst du alles drauf aufstellen, was du willst, ja, und was wollen die da machen? Naja gut, die haben ein Stück Land aufgekauft und wollen dort Entwicklung betreiben, Landentwicklung, ja, also Malls hinstellen, Einkaufshäuser, was auch immer, ja, und das dann später wahrscheinlich vermieten, verkaufen, was auch immer, ja. Jetzt stellt euch mal vor, in 10 oder 20 Jahren, statt rauszugehen, ja, in die Innenstadt, setzt euch so eine VR-Brille auf, wandert durch die Decentraland, ja, kauft die Sachen dort ein und am nächsten Morgen wird es euch mit der Drohne geliefert, ja. Okay, kann jeder für sich selbst beurteilen, ob das eine mögliche Zukunft oder ersehe, wie heißt es? Mir fällt das Wort nicht ein. Wenn man etwas möchte, ja, also, wenn man etwas gern hätte.
Ja. Decentraland. Genau, hier habt ihr nochmal das Projekt ist aktuell auf Rang 70 mit einer Marktkapitalisierung bei ca. 1 Milliarde. Ja, wenn man sich mal die Grafik anguckt, also die sind ziemlich gehypt, hochgehypt worden, ja, für eine Zeit lang, aber es hat sich wieder etwas zurückgesetzt und ich bin mir sicher, wenn der Bullenmarkt wieder losgeht, also alles nach oben zieht, dass auch die definitiv wieder nach oben anziehen werden, ja. Aber ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob der da rein investieren möchte. Aber ich sehe definitiv andere Projekte, die mehr Chancen, ja, oder mehr fundamentale Werte bringen als etwas ein virtuelles Land. Aber wie gesagt, ihr seht ja, Bedarf ist da von institutionellen Anlegern. Ja, das war es auch schon von heute, von mir. Ja, sieht alles relativ ruhig aus auf dem Markt. Es gibt nichts wirklich großartig was Neues. Bitcoin nochmal ein kleines Rückchen nach unten gekommen. Genauso bei Ethereum. Aber nichts, was wirklich weltbewegendes ist. Ja. Ich meine, Elon Musk hat ja auch nichts Neues dazu getwittert. Ja. Ich bedanke mich bei euch aus dem Crypto Café. Mein Name ist G. Ciao, ciao.